Wir sind hier im Busch 8 in Nettetal und es hat ja eine Tiny Residence hier hingeführt. Es war einfach eine super Gelegenheit, mal diesen Ort kennenzulernen. Und ja, wir haben jetzt 2 Wochen hier gelebt und gearbeitet. Unsere Wohnung ist quasi direkt nebenan. Die erste Woche war ich alleine und in der zweiten Woche waren wir zu fünft. Der Ort hat einen großen Einfluss auf unsere Arbeit, fängt schon damit an, dass wir hier im Probenraum keine Heizung haben. Das heißt, wir müssen sehr konstruktiv arbeiten, weil zum Aufwärmen gehen wir immer zurück in die Wohnung. Das heißt, hier ist nicht lang rumreden, diskutieren und so weiter, sondern hier wird sich hauptsächlich bewegt. Also die Kälte müssen wir, damit müssen wir arbeiten. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich mit der Architektur des Raumes arbeiten und auch mit seiner Lage hier mittendrin im Busch in Nettetal an der holländischen Grenze. Ich finde es großartig, dass man die Möglichkeit bekommt, 14 Tage Dinge auszuprobieren in einem kleinen Team, an einem anderen Ort, andere Orte kennenzulernen und vielleicht auch mit denen weiter zusammenzuarbeiten. Hier dieser Ort ist besonders toll, weil er viel Platz hat. Also diese Halle, wenn auch kalt, ist riesig, was für das, was wir ausprobieren wollen, großartig ist. Und ja, ich glaube, dass die freie Szene aus dem Ballungsgebiet dadurch rauskommt und viel sichtbarer wird. Und ja, es einfach neue Leute adressiert und vielleicht mit ins Boot holt.